Um mit dem Scharfschützen von Level 10 auf Level 11 zu kommen, müssen wir 40 Ge Gegner auf Golem Island töten. Zwei Gegner mit einem Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr, den wir aus der Hüfte feuern. Ach du Scheiße. Und einen Helikopterpiloten mit Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr. Gut, dann würde ich sagen, direkt wieder ans Biwak. Ich habe mich gerade schon ein bisschen vorbereitet, habe aber nicht geguckt, was es für Aufgaben gibt. Und wie versprochen bin ich auch mit meinem anderen Charakter, einem anderen Spielstand unterwegs, wo ich schon alles freigespielt habe. Soweit. So, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Genau, Waffenwechsel. Denn wenn wir Gegner aus der Hüfte töten sollen und so weiter, dann würde ich tatsächlich zu einem PSG wechseln und vielleicht sogar wieder das 416 nehmen. PSG, hier PSG, wir hätten die. Optisch ganz nett. Ist auch geil. Gut, ich habe nicht alles freigeschaltet, ne? Es war ein bisschen gelogen. Aber ich habe einen Haufen freigeschaltet. MK14 ist auch cool, ne? M41 Scout auch gut. Ich glaube, ich nehme die G28. Die nehmen wir. Und dann machen wir. Ach, gibt kein größeres Magazin, schade. Machen wir hier den Maul DA Laser drauf. Das Dual Range Visier lassen wir. Und Unterlauf nehmen wir dann für diese Herausforderung den angewinkelten, den leichten vertikalen Griff hier. Ja, genau. So. Gut, einmal säubern. So. Gut, damit sollten wir hier ausgerüstet sein. Und dann würde ich sagen, können wir hier aus dem Biwak schnell reisen eigentlich? Geht das? Nein. Reisen wir nach Golem Island. Mal überlegen, wo wir da am besten hingehen. Ich meine, es sind ja jetzt nicht so viele Gegner, die wir brauchen. Tatsächlich. Ich kann auch tatsächlich diesmal nur ja, so 10, 15 Minuten aufnehmen. Es ist keine so lange Session. Aber kann es ja zusammenschneiden. 40 Gegner sollen wir töten. 40. Aber wir müssen eh ein bisschen reisen. Wir haben hier ein kleines Lager, auf jeden Fall direkt am Biwak. Gut, hier haben wir das Lavadukt, aber das Lavadukt ist nicht so geil, finde ich. Mag ich persönlich gar nicht so gerne. Da hätten wir hier noch das Silo, das ist aber hauptsächlich unterirdisch. Dafür würde ich dann als erstes einmal zum quasi Start-Biwak gehen. Zum ersten Biwak, das man auf der Insel selbst freischaltet. Und dann von dort aus weitergehen. Entschuldigung, ja, ich habe gerade beim Trinken gequietscht, ja. Und meine Knie knacken auch. Alles, also alles wunderbar. 1, 2, 3, 4? Hat das Vollauto? Nee. Okay, es knallt nur manchmal viermal. Okay, alles klar. So, wir müssen auf jeden Fall einen aus der Hüfte, nein, zwei aus der Hüfte und einen Heli-Piloten. Gut, den Heli-Piloten. Es wird hier ein bisschen schwierig, weil hier nur wenige Helis fliegen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Habe ich Helikopterpatrouillen hier ausgeschaltet? Denn wenn ja, muss ich die anschalten. Klassisch, ja, okay. Es sind noch da. Wunderbar. Was habe ich denn da ausgeschaltet? Drohnenpräsenz minimal, ja, das ist in Ordnung. Gut, und Azrael, ja. Können wir auslassen, die trage nicht zum Spielfluss bei. Davon abgesehen, dass ich es ja eh schon hier mit diesem Spielstand durchgespielt habe. Und deshalb gar keine Daseinsberechtigung mehr haben. So, kriegen wir den da unten? Oh, das sind Minen. Gut, einen haben wir.
genau, dass wir hier sind. Bling! Kann ich nicht da durchschießen? Doch, kann ich. Alles sicher. Handgranate! Nicht schlecht. Hier ist jemand. Seid auf alles vorbereitet. Oh wei. Da hab ich böse beim Nachladen blockiert. Fällt mir gerade auf, ich habe auf dem Auswahlrad gar nicht so viele. Ja, also auf jeden Fall fehlt mir da was. Ist das laut? Heidewitzka. Zum Glück gar nicht laut hier. So, immerhin haben wir schon 11 Gegner. So, 11 Gegner haben wir. Gegner. Ohne deaktiviert. Hey, hey, hey. Jetzt wirklich gebrauchen können. Warum ist das so laut? Kommt mir das nur so vor oder ist das wirklich so laut? Sie wissen nicht, dass wir noch da sind. Okay, 11 haben wir. Und ich höre eine Patrouille. Hier ist nichts. Verstanden. Wir auch. Kein Kontakt. Wo sind die? Aktiviere Nachtsichtgerät. Da. Feindlicher Heli gesichtet. Deckung suchen. Oh, nice. Feindlicher Heli, sehr gut. Wo ist er? Ach, die Tarnung habe ich auch noch. Ganz vergessen. Jetzt sterbe ich. Hört er auch mal auf zu schießen? Das ist die Antwort. Nein, tut er nicht. Okay, also so einen gepanzerten, gepanzerten Heli hier angreifen ist keine so gute Idee. Ach, Schiss, die panzerbrechende Munition habe ich ganz vergessen. Die hätte ich benutzen können. Gut. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber dafür können wir jetzt das Lager nochmal angreifen. Ist auf Golem Island selbst halt, sind solche Aufgaben halt echt nervig. Aber wie gesagt, ich hatte auch total die Tarnung vergessen. Von Operation Motherland. Hätte ich einfach benutzen können. Es waren 2. Fehlen noch 13. Nein, 23. Ich kann auch rechnen. Nicht mehr. Ich dumm. Ja. Irgendwo da draußen.
unten war aber auch noch einer. Habe ich den erwischt? Nee, ne? Jetzt aber. Noch 14, dann haben wir's. Und zumindest die. Da fehlt nur noch der Heli. Schlecht. So. Sonst noch was? Sonst noch wer ohne Fahrschein? Ich glaube nicht, ne? Kurz lauschen. Und aufstehen dabei ist keine so gute Idee. Also, ja, gut. Alles klar, dann waren das die wieder. Schnappen wir uns die Karre und fahren mal raus. Und dann sehen wir ja, wo wir dran sind. Beziehungsweise... Hä? Das ist ein bisschen unfair, oder nicht? Huch! Kommt er denn her? Wo kommt er denn her? Mit dem habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Was ist das denn für ein Dude? Ja, belebt mich vielleicht mal jemand wieder? Nee? Ja, nein, vielleicht? Dann... Ja, wenn derjenige nur dumm neben mir rumsteht, dann kann ich auch neu spawnen. So, und dann machen wir eben die letzten 10 Gegner hier nochmal. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Gerade mal was testen. Okay, gut. Markierungen sind aktiviert. Das ist gut. Denn sonst hätte ich später ein Problem, wenn es heißt, ich soll über eine gewisse Entfernung töten. Komm, gib nicht so an. Komm raus. Da ist er. Alles klar. Was haben wir denn hier? Die sind deutlich in der Überzahl. Aufpassen. So macht man das. Noch 4. Noch 2, 3, 2, 3, genau, 1 meine ich. Ach, guck mal. Hui. Ich suche mir Deckung. Neutralisiere bitte. Ich hab mich direkt verletzt, die Sau. So, aber ein Heli-Piloten. Ich glaube, da gehen wir besser auf die Hauptinsel wieder. Problem ist, da fliegen nur noch so wenig rum. Das werde ich jetzt in dieser Aufnahmesession jetzt eh nicht mehr schaffen. Aber... ja. Wo fliegt denn als meiner? Ich weiß, dass es am Hafen hier irgendwo... Wo ist denn dieser große Hafen? Da. Auf der Hafen von Maunganui. Dass es dort einen Funker gibt. Und wenn wir von oben runter snipen und der Funker Verstärkung ruft, dann kommt ein Heli geflogen, das weiß ich. Ich probiere das jetzt mal noch. Einmal. Wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es. Für heute. Also für diese Aufnahmesession. Ihr kriegt dann nichts so davon mit, vielleicht, aber.
So. So, gut. Alle ein bisschen aufschrecken. So. Ich hoffe, der ruft jetzt Verstärkung. Der Funker, der da irgendwo rumläuft. Ja, das zählt ja nicht, ne? Ich glaube, der zählt nicht. Aber es sieht irgendwie auch nicht so aus, als würde der Verstärkung rufen. Ich höre mal nichts. Ich gehe mal runter. Oh, hier ein Konvoi. Ja, Verstärkung. Sehr gut. Ich starte die Kampfrunde. Ich hab eine Beule reingebracht. Nein, fix it. Nein. Ach du Scheiße. Ich meine, nicht fix it, sondern. Wie heißt er noch? Vassili. Natürlich, Vassili heißt er. Nein! Jetzt ist das Ding abgeschmiert. War nicht der Plan. Vielleicht sollte ich dafür besser die KI-Kameraden deaktivieren. Ruft mehr Verstärkung, los! Ich bin immer noch hier. Ach, die Tarnung hätte ich auch können benutzen. Verdammt, ich vergesse es immer. Tja. Kommt nichts mehr, hm? Irgendwie, also, Hi, Fury. Der Akku der Drohne ist leer. Die hätte ich brauchen können. Die haben sich beruhigt? Hört auf, euch zu beruhigen! Es gibt keinen Grund, sich zu beruhigen. Ich muss den nicht im Kopfschuss töten, ne? Ne, einfach nur töten. Bitte ruf doch Verstärkung, Mann! Bitte ruf einen Heli! Richtig gut. Danke. Es kommt keine Verstärkung, Mann! Verdammt, wir wurden entdeckt. Guck mal! Das ist jetzt der. Ist das deren Verstärkung? Ich hoffe nicht. Könnt ihr mal bitte Verstärkung rufen? Gut, der Plan war gut, die Ausführung miserabel, aber ja. Doch, da kommt. Oder? Nee, doch nicht. Schade, hat sich so angehört. Ruft jetzt endlich einen scheiß Heli. Tja, das war wohl nix. Ich hoffe, ich habe eben nicht aus Versehen den Funker getötet. Meine Fresse. Wo ist der Funker? Warum funkt der Funker nicht? Da! Feindliche Drohne in der Luft!
Könnt ihr es bitte nochmal einen Heli rufen? Wenn nicht, lasse ich das jetzt hier. Okay, ich lasse das dann jetzt hier. Das wird nichts mehr. Alles klar, dann. Ja, versuche ich es in der nächsten Aufnahmesession. Dann bis gleich. Und schwupps, da bin ich wieder. So, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal genauso. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt hingehen und die Tarnung aktivieren, wenn die Kacke da unten am Dampfen ist. Denk an den Schalldämpfer, wenn du unbemerkt schießen willst. Die haben wir gleich an der Backe. Guck mal, den habe ich sogar getroffen. Cool. Den habe ich auch getroffen, habe ich gehört. Headshot. Cool. Zielperson haut ab. Allerdings piepst mir das Knallen ein bisschen in den Ohren. Ich glaube, die da hinten sind verbuggt. Da kommt der Heli. Sehr gut, da ist der Heli. Ah ne, gar nicht. Schade, ist nur der Fluchtheli. Hey, wo sind die denn jetzt? Sieht nach feindlicher Verstärkung aus. So, da ist er. Warten, bis er stehen bleibt. In der Luft. Gibt es hier einen Busch, in den ich mich verkriechen kann? Das wäre ganz nett. Einfach um die Tarnung mal kurz zu deaktivieren. Nice, geschafft. Haha, damit sind wir auf Level 11. Geiler Scheiß. Nice. Schalten wir wieder drauf. Und dann kann es in der nächsten Folge weitergehen.